gonna be round, round a champion, a champion. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Genau, ihr hört, Hayley freut sich. Wir sitzen jetzt hier gerade am Frühstückstisch. Wir haben es, ich habe keine Uhr um, geht die richtig? Ja. 10.28 Uhr, aber wir sind bestimmt auch schon wieder locker 2-3 Stunden hoch. Ungefähr, kommt hin, ne? Guck mal, sie macht ein Klatschbrötchen. Wow, hast du Mama ein Klatschbrötchen gemacht? Cool. Wir sind fast alle zusammen. Papa Ralf ist auch hier mit am Start. Die Einzige, die nicht mit dabei ist, ist die Omi. Aber eine muss ja auch die Miete verdienen, ne? Die bezahlt sich ja nicht von Luft und Liebe. Deswegen haben wir Omi engagiert. Sie muss arbeiten und wir machen uns hier richtig gemütlich. Unser Motto ist, nichts tun ist am besten. Nein, Spaß beiseite. Wir sind jetzt am Frühstücken. Ralf geht jetzt gleich in die alte Wohnung oder in die alten Wohnungen. Genau, Mama möchte jetzt gleich Honig auf ihr Brötchen essen. Nein. Doch. Und er wird dort streichen. Die Dübel haben wir gestern schon gestopft. Nicht darauf machen, macht Mama gleich. Du meinst die Löcher, wo die Dübel drin waren? Was habe ich gesagt? Du hast die Dübel haben wir gestopft. Ja, kannst mal sehen, mein Gehirn ist so voll. Nein. So niesen. Die Löcher haben wir verputzt. Guck mal, ich mir jetzt erstmal meinen ganzen Schnotter bei dir. Toll, Hayley, wie du das machst. Lampen sind so gut es geht abgebaut. Die einzige, die ich nicht abgekriegt habe, ist die Flur, weil kein Tritt mehr da ist. Weißt du? Mhm. Ralf hat heute leider keinen frei, aber dafür hat er eine ganz, ganz tolle Chefin. Er braucht nämlich viel später anfangen, ich glaube erst nachmittags, ne? 15, 16 Uhr vorbei. Denn Ralf war letzte Woche 2 Tage krank, das heißt, wir sind 2 Tage total im Verzug. Kann man nicht ändern, es ist einfach so, aber dafür haben wir jetzt natürlich umso mehr Druck und deswegen kommt das natürlich uns sehr zugute, auch wenn es sowieso knapp ist. Donnerstag ist Schlüsselübergabe, das habe ich euch, glaube ich, schon im letzten Vlog erzählt, den ich übrigens nachher mit in die Wohnung nehmen muss und einmal hochladen, weil wir haben hier ja noch gar kein Internet, was natürlich richtig übel ist. Ich meine, die Wohnung ist jetzt nicht so weit entfernt, aber man hat ja genug um die Ohren. Es ist natürlich ein... Ne, wie sagt man, ein Aufwand, immer loszufahren mit Kind hin, warten, bis das Video hochgeladen ist, wieder zurück, alles einpacken und so weiter und so fort. Und das ist total doof. Deswegen, wir freuen uns riesig, wenn wir endlich Internet haben. Und wir haben uns jetzt für die Telekom entschieden. Ich hatte euch ja mal gefragt vor einigen Wochen, welchen Anbieter ihr habt und wie zufrieden ihr seid. Und ganz, ganz oft ist Telekom gefallen, auch im Freundeskreis. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also der Service bis jetzt und die Leute am Telefon waren wirklich bueno. Wirklich ganz, ganz großes Kino. Und das kommt erst am 17., 18., 20. Mai. Irgendwo so Mitte, Ende Mai. Also wir müssen noch ordentlich ohne Internet auskommen. Das heißt, Video muss auch noch hochladen. Dann kann ich es auch gleich online stellen, weil letzte Woche kam, glaube ich, nur ein Vlog online. Das tut mir auch total leid, aber ich glaube, ihr habt dafür auch Verständnis. Das ist einfach so viel momentan. Und dann, wie gesagt, wäre hier Internet, wäre das ja noch ein bisschen einfacher, ne? Dann ist die Motivation ja auch gleich noch ein bisschen größer. Aber wie gesagt, Leute, man hat echt den Kopf woanders und das Schneiden macht mir ja auch so Spaß und ich möchte euch nicht irgendeinen Vlog so hinschnippeln und hochladen, nur damit ein Video da ist. Da kennt ihr mich viel zu gut. Das mag ich halt immer mit Herz und Seele. Ich würde heute zu gerne mit in die alte Wohnung gehen, aber ich muss hier zu Hause warten bis... 12, allerspätestens 14 Uhr, wird ein Paket geliefert, worauf ich mich so, so dolle die ganzen Tage jetzt schon freue. Ich mache schon hier Gott und die Welt verrückt, weil es wirklich etwas ist, was nicht selbstverständlich ist und ja, was uns eine riesengroße Haushaltshilfe hier sein wird. Was es ist, werde ich natürlich mit euch zusammen auspacken und ich glaube, ich werde es natürlich auch heute schon benutzen oder morgen. Das machen wir auf jeden Fall zusammen. Ansonsten versuche ich hier... Oh, schön mit Teller geglaubt. Du bist so eklig. Ne? Ich versuche mir auf jeden Fall, während ich auf das Paket warte, die Zeit so zu vertreiben. Sag mal, was ist hier los? Indem ich oben bei uns so ein bisschen Klatschschiff mache, hier unten weiter Klatschschiff, immer weiter Struktur. Ihr wisst, habe ich euch schon im letzten Vlog erzählt. Man muss sich hier durch die Kartons schlagen, man weiß gar nicht mehr, wo was drin ist. Ich werde aber versuchen, das Badezimmer heute so ein bisschen zu richten, dass man nicht mehr aus 1000 Kartons, hoppala, die Sachen holen muss. Und ich könnte eigentlich auch für Ikea schon so eine kleine Sammelstation machen. Ja. Weil ich möchte nachher unbedingt nochmal zu Ikea.
und noch 2-3 Teile kaufen. Und dann könnte man die anderen Sachen mitnehmen und dann halt einmal umtauschen. Papa, ja, wir haben einiges auf dem Zettel. Ich werde jetzt erstmal was essen. Ich kann gar nicht mehr denken. Das Kind wird schon ganz hibbelig. Und ihr seht ja sowieso, was heute Sache ist. Nicht mehr. Ihr seht es ja, wie es hier drin aussieht. Ich habe gerade ein paar Sachen noch aus der Wohnung von meiner Mama geholt. Die hat ja Schlüsselübergabe am Donnerstag. Wir haben jetzt Schlüsselübergabe am Dienstag nächster Woche. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft und wir müssen jetzt die Wohnung von meiner Mama ein bisschen Chico noch machen. Es ist nicht mehr viel, aber das Problem ist, meine Mama fällt jetzt auch aus. Die ist einfach am Ende. Man darf ja auch nicht vergessen, meine Mama hat ja auch schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und die ist einfach auf. Also das sieht man ihr auch total an. Die ist fertig. Die brauchte heute und morgen einfach mal ein bisschen nervlich wie körperlich. Die hat jetzt auch noch eine Erkältung und alles. Denke mal, das ist so wie bei Ralf letzte Woche. Einfach vor Erschöpfung, dass der Körper sich dann ein Ventil sucht oder dass man halt vom Immunsystem her total anfällig ist für sowas. Und ja, die hat es jetzt erwischt und ich habe gesagt, alles wird gut. Ich bin jetzt hergekommen, Ralf hat vorhin noch bis um 14:30 oder 14 Uhr gestrichen. Das habe ich, glaube ich, noch gefilmt. Ich habe bis dato gar nichts mehr gefilmt, Leute. Dann sind wir nach Hause, dann hat er geduscht, dann wollte ich ihn ja zur Arbeit fahren. Und dann glaubt ihr nicht, was als nächstes passiert ist. Wir hatten eine Plastiktüte, da waren unsere ganzen Duschsachen aus der alten Wohnung drin. Und da waren auch die Rasierer von Ralf drin. Und Ralf, ja, wie sagt man so schön, tritt ins Rasiernäpfchen. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist, ne? Oh, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Das sah so gruselig aus. Der Fußboden war voller Blut. Das lief daraus, wie als hätte man den Wasserhahn angemacht. Das war echt gruselig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt auch beeilen. Weil Hayley ist bei Omi und die möchte ja auch eigentlich schlafen, aber sie hat gesagt, sie nimmt sie jetzt einmal. Die ist jetzt bei ihr im Schlafzimmer und die kuscheln beide und gucken Buch. Und ich wollte eigentlich noch eine Hühnersuppe machen, aber das werde ich dann morgen machen, weil das ist für mich die beste Medizin. Ich werde ihr gleich nochmal eine neue Kanne Tee kochen und dann kriegen wir das schon irgendwie wieder in den Griff. Und ich werde jetzt den ganzen Kram hier gleich ausladen und dann für alle mal ein Armbrot machen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes als Süppchen habe. So Gemüsebrühe oder so. Sowas hilft ja auch. Ich habe noch nicht mal mein Paket ausgepackt. Es ist aber angekommen. Vielleicht schaffe ich das noch. Aber ich muss auch gleich erstmal duschen. Also ich stink wie ein Iltis. Ihr könnt da echt froh sein, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt. Sonst würdet ihr jetzt alle wie Dominosteine umfallen. Aber gut, ich werde jetzt die Kamera wegpacken und nach Hause fahren. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Doch noch kein Feierabend, kein Duschen, kein Füße hochlegen. Ich habe spontan entschieden, dass ich meinen lieben Herzmann jetzt fix von der Arbeit abhole und habe die Stunde der Gunst genutzt, solange Hayley bei Mama noch mit im Bett rumkuschelt und die da Bücher lesen, denn er hat es auch echt verdient. Erstens das mit seinem Fuß heute, da weiß ich noch gar nicht, wie es ihm geht, und zweitens hat er echt die letzten Wochen auch richtig hart durchgeschuftet, von morgens bis abends und dann noch später. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal in den letzten Tagen oder Wochen mal zu einer normalen, vernünftigen Uhrzeit ins Bett gegangen sind.
Ehrlich, man hat immer irgendwas zu tun und man will immer so viel schaffen. Ich glaube, ich werde auch an dieser Stelle den Vlog für heute beenden, aber morgen weitermachen, weil so spannend war das ja jetzt auch nicht. Und dann für mich halt über 2 Tage. Also, bis morgen. Für mich jetzt ein paar Stunden, für euch quasi eine Sekunde. Und zack, ist eine Sekunde für euch um und bei uns sind schon einige Stunden vergangen. Wir haben es jetzt 15.36 Uhr. Das heißt, es sind viele, viele Stunden vergangen und wir waren wieder sehr, sehr fleißig heute. Ich sitze gerade in der Küche und werde mir jetzt die vielen Muffins mal kurz in Rachen schieben. Nein, Spaß. Die habe ich eben beim IKEA gekauft. Die sind noch ein bisschen tiefgefroren, aber die sagte, so 2 Stündchen brauchen die, dann sind die aufgetaut. Denn heute wird die letzte Tour an schweren Sachen rübergetragen, wie Waschmaschinen, Kühlschrank, was war das noch, 2, 3 Schränke und noch die Balkongeschichten. Und dann haben wir es endlich geschafft, Leute, alles hier rüber zu tragen. Dann kann morgen die Wohnungsübergabe bei meiner Mama stattfinden. Unsere habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, ne? Am 2., also nächste Woche. Genau, dann haben wir das geschafft und können uns dann durch diesen Karton-Chaos hier zu Hause durchwurscheln und nach alles sortieren und strukturieren. Ich trinke jetzt gerade noch eine Tasse Kaffee, denn Ralf und ich waren sehr, sehr fleißig heute. Wirklich sehr, sehr fleißig. Wir haben die ganzen Sachen für die Omi aus der Wohnung geholt. Also alles, was so kleine Teile waren, haben wir ins Auto gesteckt und die Lampen noch abgebaut. Was haben wir noch gemacht? Lasst mich überlegen. Duschen war ich heute Morgen, ganz, ganz schnell nur. Und Heidi war total lieb heute wieder, muss ich sagen. Also die macht das alles so toll. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie die das hier meistert. Also das ist für sie schon gang und gäbe. Und das ist zum Beispiel ein Umzugstipp, den ich euch geben kann. Also an alle, die kleine Kinder haben. Oft habe ich immer gedacht, es ist besser, wenn man die kleinen Kinder zu Omi schickt oder zu den Großeltern allgemein. Bei uns in dem Fall war es halt schwierig, weil die Omi ja hier mit herkommt. Aber wir haben festgestellt, dadurch, dass wir Hayley wirklich von Anfang an, vom Rohbau bis jetzt mitgenommen haben, für sie ist das ihr Zuhause hier. Sie weiß schon Bescheid, wenn wir in die Straße fahren, am Anfang noch, wo noch gar nichts hier drin stand, da hat sie schon geschrien und gequietscht und wusste Bescheid, was Sache ist. Und die ersten 2, 3 Male hat sie sich irgendwie immer gegruselt, weil alles war neu, es war ja auch ganz nackig hier. Und deswegen war das irgendwie doch toll, dass wir sie mittendrin integriert haben. Ich würde es bei jedem Kind und bei jedem Umzug wieder so machen. Also das fand ich doch gut, dass wir das auf diese Art und Weise gemacht haben. Ich werde jetzt, wenn ich meine Tasse Kaffee ausgetrunken habe, Runi schläft hier übrigens gerade, da ist sie am Schnarchen, weil die Omi sich auskuriert. Ihr geht's, ja, wie soll man sagen, besser wäre schwierig. Sie hat ein bisschen Schlaf tanken können. Ich werde heute Abend auf jeden Fall eine Hühnersuppe für die Omi machen. Das wollte ich gestern schon machen, aber habt ihr ja gesehen, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Der Kaffee schmeckt übrigens hervorragend. Das tut so gut, wenn man so viel schon gemacht hat und so lange wach ist. Wenn Hayley gleich wach wird, und das wird sie jetzt gerade, werde ich ihr einmal Mittag geben und dann mit euch das Überraschungspaket für mich aufmachen. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Und jetzt gehe ich mal schnell zur Motte hoch. Sag mal, wow. Wow. Genau. Hayley sagt jetzt seit 2, 3 Tagen, wow. Ja. Ein Schnaller, ne? Zur Abwechslung mal wieder. Ein Schnaller. Hier waren übrigens die Muffins drin. Das sind Sunshine Muffin, nennen die sich. Muffin mit Zitronencreme gefüllt. Ich glaube, da sind drin 3, 6, 9, 12. Für 9,99 Euro. Und die sehen wirklich göttlich aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Duft ist wirklich phänomenal. Für Hayley gab es eigentlich Nudeln mit Hühnerfrikassee, aber sie hat überhaupt gar keinen Appetit. Da kommt der nächste Zahn durch und dementsprechend ist wieder nur die Brust angesagt. Runi sitzt mir hier zur Seite, der würde liebend gern von dem Hühnerfrikassee schlappern, ne? Engelchen? Runi ist auch ganz müde, ne? Hm? Bist immer mit im Trubel dabei, damit du nichts verpasst, ne? Da ist es. Willst du hier in deinen Sitz und zugucken? Guck es dir an, Hase, was wir hier bekommen haben. Ich glaube, ich mache den doch runter. Oh, der ist so schwer. Ihr könnt ja kurz raten, was das sein könnte. 3, 2, 1. Oh mein
Gott! Guckt es euch an! Oh mein Gott, ich freue mich! Der Wahnsinn, oder? Hammer! Ich packe mal einmal den Karton weg. Ja, cool, ne? Ist das nicht toll? Auf den habe ich all die Tage so lange gewartet. Das ist der Dampfsauger von Philips, der Aqua Trio Pro. Und jetzt kommt's. Wir haben ihn kostenlos zugeschickt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle von Philips und dürfen ihn testen. Und ich freue mich natürlich sehr darüber. Wer würde das nicht? Denn gerade so einer großen Wohnfläche wie bei uns, bei knapp 170 Quadratmeter, ist das natürlich Gold wert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er verspricht Saugen, Wischen und Trocknen in einem Arbeitsgang. Also das ist ja nur phänomenal. Ja, hilfst du Mama? Wow, das sieht aber toll aus, ne? Das sieht toll aus. Das ist die Anleitung, wie man ihn zusammenpuzzelt. Und hier bestimmt alles rund um den Dampfsauger. Genau, wie man ihn anschließt, verwendet und so weiter und so fort. Sitzen bleiben, Engel? Wow! Oh, hoppala! Der ist ganz schön groß, ne, Hase? Hoppala! Und schwer. Das kommt bestimmt jetzt da oben ran. Ich finde die Farbe auch voll cool, dieses dunkelblau-türkise. Das hier ist der Wasserfilter. Also ich kann es euch jetzt noch nicht genau sagen, dafür müsste ich jetzt erstmal direkt in die Beschreibung gucken. Aber ich meine, im Internet gelesen zu haben, dass er mit diesem Wasserfilter hier 60 Quadratmeter in einem Zug sauber machen kann. Das ist echt krass. Und was ist das? Das ist bestimmt der Schmutzfilter für den Sauger, schätze ich mal. Ja, das ist der Schmutzfilter. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob jemand von euch den hier hat. Und wie eure Erfahrungswerte damit sind. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, das ist wow, ne? Und das Stromkabel sieht auch aus, als wäre das schön lang genug. Das ist bestimmt die Station, wo er dann reinkommt. Ich habe den jetzt gerade mal einmal zusammengepustelt. Nimm mal deine Nase weg, Engel. Diese schwarze hier ist auf jeden Fall die Station, wo man ihn dann reinstellen kann. Ich habe jetzt mal ganz schnell durchgeblättert. Und das ist auch irgendwie so ein Selbstreinigungssystem für die Rollen, die hier drin sind. Die sollte man so nach 6 Monaten wechseln, also diese Wischerrollen. Und dann bestand das ja quasi nur aus 2 Teilen. Das Hauptteil hier, dieses hier, was ich gerade zugeschraubt habe. Ja, Hayley macht hier erstmal die Kindermusik auf YouTube an. Das finde ich auch mega praktisch, dass man nicht so einen Kabelsalat hat. Das kann man hier so einklemmen anscheinend. Und zum Runtermachen fällt das Kabel runter, dann braucht man das nicht erst wieder abwickeln. Ich würde ihn so gerne jetzt mit euch schon einmal ausprobieren, aber ich muss leider jetzt gleich in die anderen Wohnungen, weil da jetzt gleich die ganzen Herrschaften warten. Aber ich finde den mega schick. Also er hat ganz schön Gewicht. So mit einer Hand, ja, ist ordentlich, Schmack ist drauf und ich bin so, so gespannt. Wir haben jetzt mittlerweile schon wieder 23 Uhr, also die Stunden fliegen nur so weg an den Tagen, das ist unglaublich. Ich habe mir jetzt hier noch meine 2 Toastbrote gemacht, meinen Tee habe ich schon halb ausgeschlappert und Hayley schläft tief und fest. Übrigens steht sie auf der Tiefkühl-Hühnersuppe, die wir selbst gekocht haben und ich hatte noch einen Rest, den habe ich jetzt für die Omi einmal aufgetaut. Ich habe sogar noch eine Dose. Das heißt, hat sie auch morgen noch was davon. Hier habe ich eben auch noch eine Kanne Tee runtergebracht. Ich hoffe einfach nur, dass sie schnell wieder fit ist. Es hat sich halt sehr bemerkbar gemacht, dass jetzt eine Person fehlt und ausfällt quasi. Und auch heute noch Ralf dazu. Also heute haben quasi 2 gefehlt. Wobei Ralf vormittags mit mir ja auch noch ganz viel gemacht hat. Aber halt eben, als der Transporter da war, dann waren wir Ralfs Bruder, noch ein Freund und sein Stiefbruder und ich als Salzstange, die ja nichts tragen kann. Ich bin hoch, runter, habe alles
einkassiert, was ich so tragen konnte. Und die Männer haben die großen Sachen gemacht. Ich sage euch, ich kann nicht mehr. Und das geht ja schon seit Tagen so, dass die immer alles rein und raus tragen. Also es ist schon eine harte Nummer. Man sieht dann erstmal, wie viel man überhaupt hat. Ich mache auf jeden Fall 3 Kreuze, wie der Rest der Familie, wenn wir es endlich hinter uns haben. An dieser Stelle werde ich auch den Vlog beenden. Ich weiß auch gar nicht, was ich gefilmt habe. Ich hoffe, das war nicht allzu langweilig für euch. Es ist natürlich schwierig, nebenbei immer noch mal die Kamera anzumachen, weil man die Zeit auch nutzt, um dann halt was zu schaffen. Aber das wird sich bald wieder ändern, dass es auch regelmäßiger kommt und vor allem vielleicht auch mal wieder ein bisschen Abwechslung, außer nur Umzug, Umzug, Umzug. Aber das ist momentan einfach Stand der Dinge bei uns. Ich habe gelesen in den Kommentaren, dass ganz, ganz viele irgendwie von euch auch umziehen. Also ich drücke euch die Daumen, dass alles funktioniert, so wie ihr euch das vorstellt. An sich mag ich Umzüge. Die größte Herausforderung war dieses Mal, dass 2 Haushalte in ein Haus kommen und vor allem auch mit Kleinkind. Also das ist schon ein Schwierigkeitsgrad, aber trotz Tränen und Anstrengungen und Knochenschmerzen und allem Pipapo, was dazugehört, haltet euch immer vor Augen, irgendwann hat das ein Ende. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Mittag, wann immer ihr dieses Video seht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ich mache schon wieder irgendwelche komischen Handbewegungen, aber ich bin auch so durch. Macht es gut, ich kann nicht mehr sprechen und bis bald. Tschüss!